Ja, und damit geht es weiter mit dem Schuh im Gepäck. Geben wir mal dem Goon. Dem Gronkel Goon. Ich glaube, ich hätte da etwas zu essen für dich. Wirklich? Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nicht so schnell. Ich schlage einen Tausch vor. Ich gebe dir das Essen und du gibst mir deinen Schirm. Ich weiß nicht. Er ist das Einzige, was ich noch besitze. Nom, 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 nom. Lecker essen. Ach, na gut, einverstanden. Hey! Hey, Moment mal! Das ist ja nur ein kaputter Schuh! Genau, das adäquate Lebensmittel für einen Tramp wie dich. Was? Aber das ist doch... Bedank dich später. Guten Appetit! Okay, wir haben den Schirm. Da wissen wir schon, was wir tun müssen. Die Bananen, damit kommen wir eigentlich erst weiter, wenn wir in den Gadget-Shop kommen. Na gut. Wir haben immer noch die Klopfzeichen. Wir haben nie probiert, so an der Tür anzuklopfen. Ja. Ja, ich bin's, Rufus. Bist du nicht? Wenn du Rufus wärst, wüsstest du das geheime Klopfzeichen. Weiß ich ja auch. Und es beginnt mit einem D, richtig? Ha, viel Glück. Hoch. Ja, nein, Moment. Anleitung. Plus, minus, plus. Okay. Warum ja und nein? Aber das ist ja alles gleich. Okay, dreimal kurz, keine Ahnung. Hä? Plus, minus, plus. Ich kann nur an sich klopfen. Ich klopf nochmal. Falsch, aber falsch. Verdammt. Hä? Ja, hier. Okay, wir können einmal klopfen, dann sagen wir nee. Und dann fangen wir halt nochmal an. Aber zweimal? Nö. Viermal? Falsch, aber verdammt. Aber wieso kommt das manchmal und manchmal nicht? Wir machen dreimal. Weil manchmal öffnet er die Tür, manchmal nicht. Oh, ist auch wieder so blöd verbuggt. Ja, tatsächlich, jetzt kommt's einfach. Falsch, aber falsch. Verdammt. Aha. Moment, ich will mal verlassen. Es gibt eh Plus keinen. Haben wir eine Batterie, die wir anschauen können? so eine. Nee. Plus, minus, plus. Ja, wir klopfen mal fünfmal. Falsch, Hä? aber verdammt. Da kam gerade was von ihm. Einmal. Zweimal, wir machen Plus. Ist Klonk. Einmal. Minus. Falsch, Hä? falsch. Verdammt. Okay. Na gut, hier gibt es hier keine Achievement. Man könnte das überspringen. Plus, minus, plus, das soll ein Code sein. Die Klopfrätsel werden von Mal zu Mal dämlicher. Hä? Jetzt habe ich das Ausrufezeichen angeklickt und da war trotzdem nichts. Warum kann man das denn anklicken? Plus. Dann machen wir dreimal. Eins, zwei, drei. Und nochmal zweimal? Falsch. Aber Nee. Hä, okay, also zweimal ist schon richtig. Dreimal. Und dann macht er dreimal.
Zweimal, dreimal, er wiederholt es nur. Er wiederholt dreimal klopfen. Ach so, Moment, plus. Wir haben jetzt zweimal geklopft. Er einmal. 2 plus 1 sind 3. Wir haben dreimal geklopft. Aber er hat auch dreimal geklopft. Und das wäre Minus, also 0. Aber das können wir nicht. Hä? Machen wir mal einmal. Nee, einmal ist falsch. Nee. Hä? Was ist das denn für ein weirdes Ding? Zweimal. Er klopft einmal zurück. 2 plus 1 sind 3. Er klopft auch dreimal. Jetzt haben wir Minus, ne? Machen wir 5? 4? Keine Ahnung, 5. Nee, ist falsch. Aber verdammt. Bruder, was? Zweimal. Dreimal. Da machen wir jetzt viermal. Auch nicht. Doch. Nein. Verdammt. Hä? Ich verstehe das Rätsel tatsächlich nicht. Also, jetzt bis zu diesem Punkt komme ich mit, okay, 2 plus 1 sind 3. Oder macht er immer beim ersten Mal 1? Weil dann starten wir mit 3. Okay, ja gut, dann 3 plus 1 sind 4. Dann macht er trotzdem 3 mal, dann ist es nur noch 1. Und das letzte ist ja E plus, also 5. Ja? Hey, das oh war Gott. Ja tatsächlich richtig. Natürlich war das richtig, du Morschbirne. Rufus, bist du das etwa? Was machst du denn da draußen? Klar, wenn ich das wüsste. Vielleicht klopfe ich einfach gerne. Komm rein, Janosch wartet auf dich. Ey, das war ein bisschen eine Folter. Aber was soll der Knopf jetzt machen? Hm. Okay, der Knopf ist einfach ein Knopf. Rufus, sehr gut. Janosch, wow. Das ist ja nicht nur schlecht, was du hier aufgebaut hast. Ja, die Rekrutierung läuft hervorragend. Ich glaube, ich habe mein Charisma unterschätzt. Oder die Tatsache, dass sich niemand gerne in die Luft sprengen lässt. Toni, du? Rufus? Ah, ihr kennt euch bereits. Nummer 26, das hier ist Nummer 2. Unser spiritueller Anführer. Rufus ist Nummer 2? Das kann nur ein Witz sein. Genau. Warum bin ich nur Nummer 2? Wir haben inzwischen mehr als 25 Leute für unsere Sache gewinnen können. Also 26. Genau. Da sind allerdings auch die 3 abgerichteten Delfine schon mitgeschält. Also beschwer du dich noch einmal über deine Nummer. Er richtet Delfine ab? Das ist mein Job hier. Was dagegen? Bestimmt Torpedo Delfine. Okay, dass unter Tonis Obhut selbst niedliche Delfine zu blutrünstigen Mordwaffen werden, leuchtet mir ein. Aber wozu das Ganze? Was nutzen abgerichtete Delfine bei dem Versuch, einen Fahrstuhl in den Orbit zu kapern? Man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Was offenbar insbesondere für spirituelle Anführer gilt. Zuerst wollten wir Flugdrachen haben, aber das hat sich als fataler Wildschlag erwiesen. Ich hab's Nummer 27 von Anfang an gesagt, aber er wollte einfach nicht hören. Oh mein Gott. Wir haben unsere Ex-Freundin wieder. Juhu! Sender reparieren. Blitzschlag finden, einen Sender anbringen. Ja gut, wir brauchen Wasser. Hoffen, dass Janosch einen konstruktiven Beitrag zum Thema Tauchbootjagd hat. Das haben wir angewendet, oder? Ja. Aufmuntern, vorbereiten, Torpedoausrüstung besorgen. Ja, ein Kanister, perfekt, den nehmen wir mit, den brauchen wir. Durchreiche,
Das schreit geradezu nach einem brillanten Manöver. Ich überlege gerade, das Animal Lover Ding. Ach, das passiert automatisch dann. Das letzte, was man machen muss. Ihr habt sogar eine Küche? Na klar. Wir müssen doch irgendwie unsere Drogen verpflegen. Wow, das ist mehr, als ich dir zugetraut hätte. Was denkst du denn? Wir machen hier ja keinen Kinderkram. Will dein neuer Freund auch einen Orangensaft, Janosch? Nicht jetzt, Mama. Ich lieb's. Hallo? Oh, hallo. Noch ein neues Gesicht. Bist du auch einer von Janos kleinen Freunden? Na hören Sie mal, ich bin der Anführer einer Rebellion gegen den Organon. Natürlich bist du das. Möchte unser tapferer Anführer denn auch einen Orangensaft? Vielleicht später. Haben Sie zufällig etwas Katzenfutter? Leider nein, mein Junge. Ich wollte vorhin etwas zubereiten, aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame denn? Hier ist es ein Schnabeltierplanschbecken, oh mein Gott. Und die sind ja sehr süß. Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Das war kein Nein. Ja, dann... Was kann man denn so alles machen? Schleuse... Planschbecken, nach hinten. Wir reden einmal mit Toni. Denn hier gibt es ein Achievement. Da hinterhergelaufen kommt. Tja, meiner magnetischen Anziehungskraft konntest du eben noch nie widerstehen. Mach es bitte kurz, ja? Ich habe hier eine Aufgabe, die meine volle Konzentration erfordert. Delfine hüten. Einen Brechreiz unterdrücken. So, wir gehen gleich mal nach der Reihenfolge. Das Delfinbecken müsste mal wieder geputzt werden, Rekrut. Bitte was? Ich hoffe doch, ich habe mich verhört. Aber Toni, ich bin immerhin der Anführer. Ich muss darauf achten, dass hier alles seinen geordneten Gang geht. Und ich kann dich unmöglich bevorzugen, nur weil wir mal zusammen waren. Das ist doch... Gibt es Probleme, Rufus? Ich glaube, du hast deine Mannschaft nicht im Griff, Janosch. Nummer 26 hier wollte mir doch tatsächlich gerade widersprechen. Tatsächlich? Ich darf doch wirklich sehr bitten, Nummer 26. Wenn der Chef etwas anordnet, dann hast du Wolgeschuhleisten. Aber... Kein Aber, Rekrut. Ei, Chef. Oh Mann. Ich habe mich geirrt. Das hier ist deutlich schlimmer als mein Albtraum. Ich muss wir machen mal ganz kurz den Speicherstand. Denn? Keine zynische Schlussbemerkung? Ich wollte mal was anderes probieren. Ich dachte, dann verschwindest du vielleicht schneller. Tja, hat funktioniert, wa? Nope. Wir speichern einmal schnell. Ja. Und wie arbeitet es sich so unter meiner weisen Führung? So, das hier müssen wir auswählen. Zum trinke ich meinen Kaffee übrigens schwarz, Rekrut. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Janosch, Rekrut. Bei euch piept's wohl. Ich bin doch nicht euer... Rekrut. Und nichts verschütten, Rekrut. Du schaufelst dir dein eigenes Grab. Ja? Egal, das ist es wert. Okay, seid ihr bereit für die tollste Option? Ich glaube, wir würden ein paar Liegestütze gut tun, Rekrut. Überspann den Bogen nicht. Wir sind im Bürgerkrieg, Toni. Jede deiner überschüssigen Speckröllchen hier kann den Tod eines Kameraden bedeuten. Du Mieser! Oh oh. Reize den Drachen. Ich dachte, hier kann man nicht sterben. Utterly overpowered by the sheer evilness of the hideous creature, our dear hero perished and was no more. Überwältigenderweise bezwungen durch die bloße, pure Bösheit der grässlichen Kreatur, war unser Held nicht mehr und ist ausgelöscht worden. Restore.
irgendwie, aber... Was machst du hier überhaupt? Ich könnte dich ja wohl dasselbe fragen. Wolltest du nicht mit dieser Gabi nach Elysium reisen? Sie heißt Goal. Und wo ist Goal? Ist sie bereits einem deiner brillanten Manöver zum Opfer gefallen? Hast du sie aus Versehen aus einem brennenden Heißluftballon geworfen? Weit gefehlt. Es war ein Notboot. Oder sie sogar in Einzelteile zersägt? Nicht im wörtlichen Sinne. Goal wartet draußen. Und sie ist wohl auf. Zumindest zu zwei Dritteln. Sie kann einem nur leid tun. Ja, eigentlich erstaunlich, dass es ihr nicht noch schlimmer geht. Wir machen den Rest im nächsten Part. Wir hören jetzt noch ein bisschen die Kommentare an. Hier, sonst werden die Parts immer so unglaublich lang. Und da sind wir endlich im geheimen Unterschlupf der Rebellen. Hier treffen wir natürlich auf einen feuerspeienden Drachen, der uns bekannt vorkommt. Nein, nicht wirklich ein feuerspeienender Drache, das ist nur Toni. Aber ist tatsächlich ein Sachverhalt, den ich erst später in Chaos of the Pony hineingeschrieben habe, weil ich persönlich Toni doch sehr vermisst habe. Sie ist einfach immer ein guter Motor für Rufus, ein sehr guter Spiegel, in dem er sich seine hässliche Fratze in Gänze zeigt und wie was aus Leuten wird, mit denen er längere Zeit zusammen ist und so. Und um diesen Augenblick gebührend zu feiern, ist, Achtung, sehr vorsichtig, hier die einzige Möglichkeit im Spiel tatsächlich zu sterben. Also seid sehr vorsichtig, wenn ihr mit Toni redet, ihr könnt hier sterben. In einer wundervollen Hommage an die alten Sierra Adventures. Aber Rufus hat es auch verdient. Och, Poki, stell dich doch nicht so gegen deine Charaktere. Ach, das ist gar kein neuer Screen, okay. Mir gefällt die Musik sehr. Und auch hier sind wieder eure Klopfkünste gefragt. Das Klopfspiel war auch wiederum gar nicht so einfach zu skripten, wie es den Anschein erweckt zunächst. Viel mehr gibt es über diesen Raum gar nichts zu sagen, weil er einfach nur so ein Zwischenraum ist. Aber ich mag Zwischenräume, also Zwischenräume zwischen zwei Räumen, die halt einfach auch zeigen, wie Sachen zusammenhängen und so weiter. Auch, dass dieser Raum ein bisschen näher dran ist, also dass man hier halt mal ein bisschen größer spielt, in einer etwas größeren Nähe zu unserem Charakter, finde ich sehr schön. Und natürlich ist hier der Sachverhalt mit dem, oh, hört ihr meinen Bart kratzen? Es gibt diesen Film, wie heißt er noch gleich, Fanboys oder so, wo halt eine Gruppe von Star-Wars-Fans in die Skywalker-Ranch einbricht, um halt irgendwie, bevor Episode 1 rauskommt, die Filmrolle zu klauen. Die werden natürlich geschnappt und dann ruft George Lucas an und sagt seinen Sicherheitsleuten, wie sie mit den Eindringlingen verfahren sollen. Und dann sagt die eine ganz, ich kann seinen Bart rascheln hören. Ja, aber das stimmt, man kann tatsächlich Bärte rascheln hören. Der Film endet übrigens mit der wunderschönen Aussage, und was ist, wenn der Film scheiße ist? Wo sie dann im Kino sitzen. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, hat aber überhaupt nichts mit diesem Raum zu tun. Also, weiter. Nächster Raum. Oh Mann. Ach, Poki. So, hier spricht mal, aber wir gehen erst ins Zelt. Ja, und hier sind wir jetzt in dem Zelt des Wahrsagers, des Sehers, des Gurus, der sein Geschäft als Wahrsager halt erstmal vorübergehend beiseite gelegt hat. Aber immerhin stattdessen seine Fähigkeiten einsetzen kann, um Paare zu beraten. Und diese Paarberatung, die werden wir im späteren Verlauf des Spiels, vielleicht habt ihr das auch schon gemacht, auf jeden Fall noch in Anspruch nehmen. Nicht, dass Rufus wirklich halt jetzt da irgendeine Art von Beratung oder Hilfestellung bräuchte. Aber man muss ja auch sagen, es ist eine schwierige Situation, in die er sich da rein manövriert hat oder in die er da rein manövriert wurde, vollkommen ohne eigenes Verschulden. Genau, danke Rufus. Aber er hat ja auch zum Glück diese Fernbedienung, um diese Charakterfacetten von Goal hin und her zu schalten. Ja, dann mal eine Frage an Rufus auch. Wie hast du das eigentlich erlebt? Ist das nicht unglaublich praktisch? Wünscht man sich das nicht manchmal auch im wahren Leben sozusagen? Also eine Fernbedienung, mit der man halt zwischen unterschiedlichen Charakterfacetten von anderen Menschen hin und her schalten kann. Ach, was ich an dir so lähmend finde, ist, du hast überhaupt keinen Sportsgeist. Natürlich wäre das praktisch, wenn man so eine Fernbedienung hätte. Aber ich habe keine und ich komme auch so zurecht. Weil es gibt Körperzonen, ich will es mal so stehen lassen, wenn man die im richtigen Moment und in der richtigen Intensität und in der richtigen Richtung berührt, dann kommt das zu den gleichen Ergebnissen. Das ist doch viel aufregender, als einfach nur auf Knöpfe zu drücken. Aber ich verstehe schon, du hast es gerne immer ein bisschen einfacher. Das ist ja auch der Grund, warum ich der Held in diesem Spiel bin
und du einfach nur jemand, der im Hintergrund die ganze Dreckarbeit macht. Ich meine, das ist doch klar. Natürlich weiß ich das. Und Körperzone, klar. Wir reden hier von der Schulter? Rufus ist einfach der Profi in Reflexzonenmassage. Bucht euch da eure Massage. So, Gronkh, hi. Hallo, mein Name ist Gronkh und ich heiße euch herzlich willkommen bei diesem lustigen und völlig uninformativen Audiokommentar zu diesem wahrhaft Meisterwerk. Es handelt sich natürlich um Chaos of Deponia, einem weiteren Meilenstein aus der Feder des renommierten und anerkannten, im Genre anerkannten Spielemaestros Poki, der hier auch gerade durchs Fenster winkt und grinst und sich freut und jetzt zum Glück mal nicht den Mittelfinger zeigt, wie sonst immer, wenn wir ja Tonaufnahmen. Jetzt zeigt er auch den Mittelfinger. Es war ja klar. Also auf jeden Fall, ich muss mich auch gleich nochmal bei Poki bedanken für diese ganz besondere Rolle, die er mir da auf den Leib geschneidert hat, sozusagen. Ich durfte bei Chaos of Deponia Goon sprechen, der eigentlich, so hieß es ja, soll er ja quasi nicht von aristokratischer Herkunft, aber aus wohlhabender Herkunft sein und ist dann quasi durch den wirtschaftlichen Fall sozusagen, ist er dann letzten Endes in der Gosse gelandet oder halt vor der Gosse, sinnbildlich gesprochen, und hatte die zweifelhafte Ehre, dann auch Rufus kennenzulernen. Und das war ja soweit alles in Ordnung, die Rolle zu sprechen. Ich erinnere mich noch, so, du musst jetzt übrigens Beatboxen. Ja, standst du erstmal da, was? Weißt du, musst erstmal 3 Kaugummis fressen, damit hier nicht die Sprecherkabine voll stinkst mit deinem Mundgulli von morgens, weißt du? Und dann auf jeden Fall Beatboxen schon 1000 Jahre nicht mehr gemacht. Zum Glück ging es da noch einigermaßen. Ich hatte dann einen Bodydouble hier im Studio, das hat zum Glück keiner gemerkt. Der hat das dann alles für mich übernommen, während ich dann draußen rumgefläzt habe in der Sonne. Hier bei den Periscope-Studios übrigens, viele Grüße an die Jungs. Dann war das so, ich war völlig unvorbereitet mit dem, was man eigentlich mit mir vorhatte. Es war das allererste Mal, dass ich synchron sprechen sollte, beziehungsweise durfte auch. Und war schon eine interessante Erfahrung und ich glaube, die waren einfach zu nett zu mir. Die Takes waren viel zu schnell durch. Die haben sich bestimmt gesagt, ja okay, wink den mal durch, ist okay. Wir holen dann auch einen Voice-Double, das passt schon. Deswegen hat es mit dem Beatboxen am Ende dann auch noch einigermaßen vernünftig angehört. Der Poki grinst gerade wissend im Hintergrund. Es scheint zu stimmen. Jetzt nickt er das auch noch ab. Ja, ich verstehe. Ja, auf jeden Fall, es war eine sehr lustige Erfahrung. Allerdings muss ich hier gleich noch ein paar Nackenschläge verteilen für die Stinkwolke gegen Ende. Ich hoffe, ich spoiler jetzt hier niemanden, aber Alter, was war das denn bitte? Freundchen da draußen. Ja, da lacht er. Ja, jedenfalls, was soll ich sagen? Chaos auf Deponia oder wie man es auch gerne nennt, Deponia 2 war ja, und es zeichnete sich vor allem daher, dass es der Nachfolger von Deponia 1 war und, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, es ist der Vorgänger zu Deponia 3. So, lass das mal sacken. Und das zeichnet dieses Spiel einfach aus. Das war einfach das Tollste. Das muss man einfach sagen. Und wir haben ja auch unseren Vater getroffen. Und das Schlimme ist, der sah meinem Vater erstaunlich ähnlich. Das war auch, ich bin jetzt nicht Rufus, ich war ja nur der Penner außer Gosse. Also wie im richtigen Leben quasi. Da wurde ich halt 1:1 ins Spiel, auch mit Motion Capturing und so. Also ich stehe auch den ganzen Tag nur rum und stinke. Das ist quasi auch original übernommen. Aber der Vater, ganz ehrlich, so Silberbart, so ein bisschen Senator-mäßig, das kam auf jeden Fall hin. So, auf jeden Fall, ich will euch nicht allzu lange zuquatschen. Ihr sollt ja auf jeden Fall Chaos auf Deponia sollt ihr ja spielen. Ihr sollt das jetzt unbedingt anspielen. Ihr sollt ja gar nicht die Audiokommentare hören. Wieso hörst du hier eigentlich, wie lange nehme ich jetzt schon auf? 5 Minuten wieder? 6 Minuten? Du sollst das hier gar nicht anhören, du sollst das Spiel spielen. Oder hast es vielleicht schon gespielt, dann spielst du normal. Weil bald kommt Deponia 3 raus, Goodbye Deponia. Wenn es nicht schon zu diesem Zeitpunkt rausgekommen ist, ich weiß es nicht. Wenn du es noch nicht gespielt hast, dann hol es dir doch und spiel das dann. So im Anschluss. Oder spiel die Trilogie. Bestimmt gibt es auch eine Trilogie. Poki, wird es eine Trilogie geben? Natürlich wird es... Ach so, das ist der Audio. Ach, zur Trilogie, das sagt mir ja keiner. Ich werde hier in der Sprecherkabine geschickt, nimm das mal auf. Weißt du, und dann muss ich hier quasi, ich habe das auch nicht vorbereitet, das merkt man vielleicht auch auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dieser legal erworbenen Trilogie, die ihr hoffentlich guten Gewissens, um halt auch deutsche Spieleentwickler, renommierte deutsche Spieleentwickler, die Herz und Liebe und natürlich noch einen Schuss Brandy in ihre Produkte tun, diese Leute zu unterstützen. Auch sie wollen ihr täglich Brot verzehren. Auch ihnen verlangt es nach einem Obdach, im Gegensatz zu mir, der ich stinkend in der Kanalisation wohne. Ja,
was soll ich sagen? Viel Spaß beim Spielen weiterhin und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Spiel aus der meisterhaften Feder von Dedelic und natürlich auch von Poki. Erstmal wieder Schleimpunkte sammeln. So, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Goon. Ach, das ist ja alles schäbig hier. Ich stinke schon wieder. Oh Mist. Tschüss. Gott, war das ein langer, aber auch ein sehr herzlicher Audiokommentar. Hat mich gefreut. Gronkh in seiner ganzen Gronkh-Manier. Ich glaube nicht, dass irgendwas geskriptet ist. Bei ihm keine Vorüberlegung. Einfach direkt los. Gut, im nächsten Part geht's weiter. Bis zum nächsten Part. Euer Hänsel-Peter. Ciao.